Neue Lünendonk-Studie ist raus, 2021. Was da drin steht auf über 60 Seiten, das erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Seit 2017 zum ersten Mal gibt es eine neue Lünendonk-Studie, an der haben sich 42 Unternehmen beteiligt, die ein Marktvolumen von 44,7% des gesamten Sicherheitsmarktes haben. Da stehen sehr spannende Sachen drin über den Status quo und auch wie die einzelnen Unternehmen die Entwicklung erwarten. Das Ganze wurde mit Unterstützung der Firmen Gegenbauer, Securitas und SecMarket gemacht, mit einer Kooperation mit dem BDSW. Ja, und ich habe jetzt heute das Vergnügen, den Geschäftsführer von Gegenbauer, den Herrn Dr. Marc Bieling, bei mir im Podcast zu haben. Hallo, Herr Dr. Bieling. Hallo, Herr Zitzmann. Ja, sehr nett, dass es geklappt hat. Stellen Sie sich doch bitte den Hörern mal kurz vor. Ja, mein Name ist Marc Bieling. Ich bin seit über 2 Jahren Geschäftsführer bei den Gegenbauer Sicherheitsdiensten. Die Gegenbauer Sicherheitsdienste sind Teil des gemäß Lünendonk wieder 5 größten Facility-Dienstleisters in Deutschland. Wir sind ein deutschlandweit tätiger Anbieter von Sicherheitsdiensten jeder Couleur, betreiben eine eigene NSL und erbringen im Prinzip sämtliche klassischen Dienstleistungen im Bereich der Sicherheit. Meine Funktion innerhalb unserer Geschäftsführung ist hauptsächlich das Thema Vertrieb und Marketing, aber auch Unternehmens- und Geschäftsentwicklung und das für den gesamten deutschen Raum. Mhm. Sehr gut. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie, bevor Sie vor 2 Jahren da zur Gegenbauer kamen, mit privater Sicherheit gar nichts zu tun hatten. Wie funktioniert das denn, wenn man da so als Quereinsteiger da reinkommt? Also alles Entscheidende sind 2 Dinge. Erstens das Vertrauen derjenigen, die einen ausgewählt haben, und das andere sind tolle Kollegen, die die ganze Erfahrung haben. Wir sind ein Unternehmen, welches mit dem Bereich der Sicherheit seit über 20 Jahren auf dem deutschen Markt aktiv ist. Dementsprechend haben wir sehr erfahrene und auch langjährig beschäftigte Kollegen bei uns. Und ich sage dazu immer, die Lernkurve ist steil und sie ist weiterhin auch steil. Es macht großen Spaß. Dauert sicherlich eine gewisse Zeit lang, bis man die Sicherheit auch im Detail verstanden hat. Ein Großteil der anderen Themen, auch der klassischen Managementaufgaben oder der Vertriebsaufgaben, die zu übernehmen sind, sind ja teilweise unabhängig tatsächlich vom Produkt oder von der Dienstleistung. Aber es macht mir auf jeden Fall großen Spaß, die enge Verzahnung letztlich auch mit der operativen Erbringung der Dienstleistung. Das ist ja für uns mit eigentlich das Entscheidende. Also Sie machen ja keinen Vertrieb losgelöst von dem Produkt, welches wir hier täglich quasi auf die Straße setzen. Mhm. Im Amerikanischen gibt es ja den Merksatz, Life is a Sales Talk. Also das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Ist das auch ein Punkt, dass man sagt, man kann einen Vertriebler von außen holen, weil wenn das Fachliche vom Vertrieb her funktioniert, dann ist das Produkt erstmal zweitrangig, oder sehen Sie das anders? Also das ist eine Grundsatzentscheidung, die man treffen muss. Also Sie können entweder tatsächlich die klassische Fachperson holen oder Sie entscheiden sich für jemanden, dem Sie zutrauen, grundsätzlich vertriebliche Prozesse zu durchdringen und so aufzusetzen, dass sie eben marktgerecht sind. Das ist ja unser aller Aufgabe. Wir sind ja letztlich alle Diener unserer Kunden und von daher haben wir eine unglaubliche Marktorientierung umzusetzen und können die Themen, die wir verkaufen, nicht einfach von der Dienstleistung oder vom Produkt her denken, sondern wir müssen sie immer vom Markt her denken. Das ist eine, glaube ich, eine grundsätzliche Wahrheit, die tatsächlich eigentlich jeglichen Markt betreffen sollte und jegliche Branche. Und wie gesagt, allen war klar, als es dann losging vor über 2 Jahren, dass ich diese entsprechende Fachkompetenz so nicht mitbringe. Aber die Zeit wurde mir gegeben und die habe ich mir auch gemeinsam mit meinen Kollegen genommen, sodass wir in den letzten 2 Jahren, wovon das erste Jahr sicherlich nochmal das inhaltlich deutlich intensivere war, sehr stark damit auch zugebracht haben, mich letztlich inhaltlich auf Kurs zu bringen, wenn Sie so wollen. Und das, wie gesagt, das Lernen ist da auch nie zu Ende. Und auf der anderen Seite will ich auch sagen, sage ich jetzt mal ganz unbescheiden an dieser Stelle, vielleicht hat der eine oder andere ja auch was von mir gelernt. Das müssten Sie dann meine Kollegen fragen bei nächster Gelegenheit. Definitiv. Ist ja klar, dass man immer Stichwort geben und nehmen dann auch immer natürlich gibt. Ne? Gut, ja, gehen wir mal auf das Thema dieser Folge ein, diese Lünendonk-Studie.
Und über 60 Seiten können wir natürlich jetzt hier nicht in diesem Podcast diskutieren. Das würde den Rahmen logischerweise sprengen. Ich habe am Anfang ein paar Punkte rausgepickt und gleich am Anfang kommt dieses Management Summary. Und da steht einer der Punkte, die Top 10, also die 10 größten Unternehmen 2020, sind um 7% über dem Vorjahr gewachsen, die Top 25 um 6,6% und der Durchschnitt aller Studienteilnehmer Umsatzplus von 4%. Das heißt, die 10 Größen sind am meisten gewachsen, die anderen weniger. Was könnte denn da der Grund aus Ihrer Sicht sein? Ja, das hat sicherlich was mit der strategischen Ausrichtung zu tun, die einzelnen Marktteilnehmer hier verfolgen. Man muss ja sehen, die klassischen wirklich echten Sicherheitsspezialisten sind in der Mehrheit unter den Top-Unternehmen. Wir selber als Gegenbauer zählen ja letztlich zu den Allround-Anbietern, indem wir eben alle Gewerke des Facility Management, der Gebäudedienstleistung erbringen. Und von daher werden dort sicherlich auch andere Entscheidungen getroffen, was den Bereich Investitionen angeht zum Beispiel und Marktentwicklung. Zudem, soweit ich das zumindest auch beurteilen kann, finden in bestimmten Bereichen, auch in der Spitze unseres Marktes, doch immer wieder Konsolidierungsbewegungen statt, sodass eben dort es auch zu einer erhöhten Marktkonzentration kommt. Und diese Marktkonzentration macht ja insbesondere dann immer Sinn, wenn ich dort als Unternehmen zusätzliche Synergien erzielen kann, sei es auf der Kostenseite oder sei es eben in der Verbreiterung des Fußabdrucks bei den Kunden oder im Markt. Von daher finde ich jetzt die Spreizung nicht so so deutlich, dass man jetzt sagen würde, die sind also wirklich auf alle Zeiten enteilt. Aber trotzdem, also als kleines Foto mag es sicherlich darauf zurückzuführen sein, was ich gerade versucht habe auszuführen. Mhm. Und Sie haben ja gerade erläutert, es gibt jetzt ausschließliche Sicherheitsdienstleister, wie zum Beispiel jetzt Gegenbauer, die dann Stichwort Facility Management verschiedene Sachen hier eben zusätzlich anbieten. War das auch einer der Gründe, warum Gegenbau jetzt diese Studie hier unterstützt hat? Also wir unterstützen die insbesondere deshalb, weil wir absolut fest davon überzeugt sind, dass unser Markt Informationen braucht und braucht natürlich auch objektive Daten, also keine von uns als Firma erzeugte Informationen. Ja. Sicherlich ist es so, je größer ich bin, desto stärker kann ich natürlich auch das öffentliche Meinungsbild durch Content-Entwicklung prägen, indem ich eben auch tatsächlich ein sehr eigenes Agenda-Setting betreibe. Ich glaube, dass uns sehr oft Detaildaten zu unserem Markt eigentlich fehlen. Also wie ist der strukturiert? Wie sind die Wettbewerbssituationen? Wer kann eigentlich was wo? Und von daher ist es sicherlich eine große Lücke entstanden zwischen 2017 und 2021. Ich weiß, dass die Kollegen des BDSW auch großen Wert auf diese Studie legen. Mein Geschäftsführungskollege Rainer Erhardt ist ja im BDSW auch hochrangig seit Jahren engagiert. Und von daher wurde diese Studie auch von dem uns allen prägenden Interessensverband, Arbeitgeberverband BDSW, stark unterstützt. Mhm. Eben, ich weiß von vielen Kundengesprächen und vielen Nachfragen, unsere Kunden verlangen auch nach solchen Studien und nach solchen Marktinformationen, die, wie gesagt, objektiv auch von der Firma Lündong im deutschen Markt erhoben werden. Uns selber liegen natürlich die Detailinformationen, die einzelnen an. Uns liegt ja letztlich auch nur unser selbst beantworteter Fragebogen vor. Und alle anderen Daten sind natürlich geheim und unter Verschluss in der Firma Lündong. Alles andere wäre ja auch tatsächlich nicht vorstellbar. Definitiv. Gut, ja, gehen wir mal hier ein bisschen in die Details rein. Das heißt, hier in diesem Management Summary als wichtigsten Hindernis für die positive Branchenentwicklung diagnostizieren die Anbieter die geringe Bereitschaft der Auftraggeber, qualifiziertes Personal zu vergüten. Und zwei Punkte drunter heißt, die Personalentwicklung ist das wichtigste Investitionsfeld der Sicherheitsdienstleister. Beißt sich das nicht, dass man zum einen sagt, die Kunden zahlen sind und zum anderen sagt man, es ist ganz wichtig, die Mitarbeiter zu qualifizieren? Also mit diesem vermeintlichen Widerspruch, den Sie da gerade aufdecken, treffen Sie, wie ich finde, mit eines der absoluten Wespennester, die wir in unserem Markt vorfinden. Es ist ja in der Tat wirklich so. Die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal ist eine der größten Herausforderungen, die die Unternehmen haben, die quasi personelle Sicherheitsdienstleistungen erbringen. Und ein Großteil der Sicherheitsdienstleistungen bei aller Entwicklung von Sicherheitstechnik ist auch weiterhin bei 250.000 Mitarbeitern in unserer Branche personell abhängig. Zugleich ist es so, dass die Bindung der einzelnen Mitarbeiter an die Unternehmen
schwieriger geworden ist, weil eben wir letztlich hier sehr vergleichbare Tarifentlohnungen haben. Die sind zwar Bundesland- oder Tarifgebietsspezifisch, aber sagen wir mal im Durchschnitt ähneln die sich doch sehr stark. Und so dass es eben eine der größten Herausforderungen ist für einen Anbieter wie uns zum Beispiel, Mitarbeiter dauerhaft an sich zu binden und eben tatsächlich auch die Fluktuation, nicht zuletzt durch Eigenkündigungen, so gering wie möglich zu halten. Das ist eine sehr große Herausforderung, denn auf der anderen Seite im Beschaffungsprozess der Unternehmen, also sozusagen unsere Auftraggeber, spielt natürlich der Preis eine gewaltige Rolle. Und jetzt kann man eine ganz einfache Rechnung aufmachen, die wir alle kennen im Markt seit vielen Jahren und seit Jahrzehnten. Das ist im Prinzip, wenn man so will, der Tariflohn plus X. Und damit schaffen Sie natürlich eine Vergleichbarkeit erstmal auf dem Preislevel. Und zugleich steigt das Qualitätsbedürfnis der Kunden. Und es ist aber so, dass zumindest auch meine persönliche Erfahrung auch aus den letzten Monaten und auch aus den letzten Jahren sehr stark, es ist, am Ende kommt es sehr stark auf den Preis an. Bestimmte Qualitätsangebote können Sie dann aber auch möglicherweise gar nicht mehr finanzieren intern. Und jetzt kommt sozusagen der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Der Wunsch des Kunden ist ja eindeutig Top-Qualität, also ein sehr hohes Leistungslevel. Und am besten mit einem ganz tollen Personalstamm, also herausragend motivierte Leute, die quasi sich ihr Leben lang, also als Lebensentscheidung an diesen Auftraggeber binden. Also wir sind sozusagen der Arbeitgeber, aber der Auftraggeber ist dann eben unser Kunde. Und das ist eben umso schwieriger zu erreichen, je weniger Spielraum Sie haben, gegenüber Ihren eigenen Mitarbeitern hier flexibel zu agieren. Und das ist nun mal so. Also das, worum wir die ganze Zeit herumtänzeln, ich da argumentativ herumtänzle, ist die außertarifliche Zulagenzahlung. Wir befinden uns in einem Bereich, in dem wir jedes Mal hart überlegen müssen, wie viel außertarifliche Zulage können wir uns leisten, um diesen Auftrag auch noch wirtschaftlich darstellbar zu machen. Das ist im Prinzip der Widerspruch, der sich hier ergibt. Also hoher Bedarf auch an qualifiziertem, verlässlichem, loyalem Personal auf Auftraggeber- und Arbeitgeberseite, Auftragnehmerseite in dem Fall bei uns, und zugleich auch die Finanzierung desgleichen. Das ist eben der große Spagat, den wir hinkriegen müssen. Es steht ja hier drin, der Personalmangel und die Kundenanforderungen nach qualifizierten Mitarbeitern sind ein wesentlicher Trend. Verkauft sich jetzt die Branche hier zu schlecht? Weil ich kann nicht erwarten, dass ich super qualifiziertes Personal für 10 Euro die Stunde liefere. Da muss der Kunde ja auch klar sein, das kann nicht funktionieren. Also, ja, schön wäre es. Das ist ja... Also wir legen ja sehr viel Wert auf Qualifizierung und wir begegnen immer wieder auch in Ausschreibungssituationen der Problematik, dass dann über den Preis geredet wird und stellt sich später raus, dass teilweise von den Beschaffungsorganisationen hier gar nicht präzise genug auch mit Qualifikationen gearbeitet wurde. Sodass es natürlich dann für die Anbieter klar ist, dass sie sagen, na, wenn die Qualifikation nicht vorgegeben wird, dann gehe ich natürlich quasi im Idealfall einfach nur mit der Unterrichtung rein. Alle wissen, dass dies sozusagen vermutlich in der Breite nicht ausreicht, um die Dienstleistung verlässlich zu erbringen. Zugleich ist aber der Preis einfach ein Signal, was gesetzt wird. So, das heißt, Sie haben schon ein Problem zwischen der Unterrichtung und der Sachkunde, um das sozusagen finanziell darstellen zu können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich will gar nicht sozusagen davon reden, wenn GSSKs gefordert werden oder ausgebildete Fachkräfte, dann ist es oft genug so, dass diese Leistungsstufen oder Qualifikationsstufen in den Leistungsverzeichnissen nicht ausreichend abgebildet werden. Also so viel zum Thema der Zahlungsbereitschaft. Es wird also quasi erwartet, dass auch große Objekte mit einem großen Personalstamm doch von Entgeltstufen gemanagt werden, die möglicherweise auch nicht zuletzt aufgrund ihrer Erfahrung gar nicht dazu in der Lage sind. Also auch dieser Spagat ist tatsächlich eine Irrsinnsherausforderung. Also um sozusagen Ihre Worte vom Anfang nochmal zu zitieren, müsste das den Kunden nicht klar sein, da sage ich, ja, das sollte Ihnen doch klar sein, das wäre doch schön, dann hätten wir ein ganz tolles Leben miteinander. Aber hier ist viel Aufklärungsarbeit notwendig und hier muss man tatsächlich auch sehr offen miteinander sprechen und im Prinzip ist es so, wenn wir in einem sehr guten und engen Austausch, Fachaustausch mit den Auftraggebern stehen, dann kann man diese Probleme auch genau benennen, ja, dass es eben nicht nur darauf ankommt, hier auf dem Segment der Unterrichtung der untersten Entgeltstufe Aufträge zu vergeben. Das ist dann an der Stelle nicht leistbar. Ja. Zumindest nicht so verlässlich, wie der Kunde sich das im Idealfall wünschen würde. Ja. Stichwort Auftragvergabe oder Ausschreibung.
Ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt in den letzten Monaten vermehrt, zum Beispiel ist ja auch hier ein Thema im Bericht, Zertifizierungen verlangt werden in der Ausschreibung, aber dann hinterher nicht bezahlt werden. Ja, was haben Sie da für Erfahrungen damit gemacht? Naja, also wie bei vielen anderen Elementen kommt es erstmal darauf an, dass es präzise ausgeschrieben wird, also dass eben wirklich auch die richtige Qualifizierungsstufe oder Zertifizierungsstufe ausgeschrieben wird. Es findet natürlich eine Umlage statt über die Stundenverrechnungssätze, die dann aufgerufen werden müssen im Bereich unserer Vergütung. Und dann ist die Frage, wie sehr lebt man das denn, was da drin steht? Weil sozusagen das Zertifikat haben und das Zertifikat leben sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und wenn man sich jetzt das mal vorstellt, wir sind eben Teil eines großen Konzerns, der diese Zertifizierung über sein integriertes Qualitätsmanagementsystem abbildet über alle Sparten hinweg. Da ist die Sicherheit eine der Sparten. Daneben steht unter anderem noch die Reinigung, unter anderem das technische Facility Management und so weiter. Und hier hat es tatsächlich einen sehr hohen Stellenwert, der auch auf der Ebene unseres Gesellschafters, also des Vorstandes der Gegenbauergruppe, eine höchste Priorität auch durch die eigene Stabsstelle genießt und auch bei uns eine große Rolle spielt. Die Zertifizierung und die Umsetzung von Zertifizierungsinhalten ist oft die Frage, inwiefern spielen die im Ausschreibungsprozess eine Rolle und inwieweit spielen sie dann überhaupt noch eine Rolle in der Dienstleistungserbringung. Und hier ist es eben so, dass sicherlich auch die Kontrollmechanismen, die zwischen Kunde und Auftragnehmer oder zwischen Auftraggeber, Auftraggeber vereinbart werden, da in der Zukunft sicherlich zunehmen werden, könnte ich mir vorstellen. Dass man eben dann tatsächlich auch sagt, ich möchte auch messen, dass du das hältst, was du mir versprochen hast. Versprechen kann ich erstmal viel, muss dann am Ende auch liefern.